Lieben, jetzt nur von der Einraumwohnung und zwar diesmal in der Werkstatt und wir kommen irgendwie alle nicht los. Also muss man sich irgendein geiles Projekt suchen. Unsere Challenge ist, wie kriege ich das optimale Heimkino im Camper hin, ohne dass ich hier alles mögliche kaputt baue und so, dass ich ein richtig geiles cineastisches Erlebnis im Camper habe. Und da habe ich mir lange Gedanken gemacht, da willst du nicht bohren, an der Gardinenleiste willst du es nicht ranmachen, an der Schranktür ist auch irgendwie Unfug. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja so tolle Saugnäpfe und diese Dinger hier, die gibt es für 6 Euro. Ich finde, es ist total günstig und das sind natürlich welche für die Kamera und da ist auch eine GoPro-Halterung bei. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach eine Schraube gelöst und habe den Arm abgemacht und somit habe ich einen ganz flachen, kleinen Saugnapf. Und der kommt jetzt an eine Leiste und dann kommt da eine Leinwand dran, die auch nur 17 Euro kostet. Stelle ich euch dann genau vor, aber das Erste, was wir müssen jetzt zu meinem Lieblingsbaumarkt. Auf geht's! So, wir müssen einmal leise sein. Ist gerade keiner da. Wir sind in meinem Lieblingsbaumarkt und wir werden uns jetzt mal Ideen holen für unser Heimkino. So, wie immer fündig geworden und jetzt würde ich sagen, nichts wie nach Hause, wir wollen basteln. Da ist er wieder, aus dem Baumarkt. Mensch, hat gut gepasst, hat alles geklappt. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen werkeln, danach stelle ich euch das dann im Detail vor. So ganz genau weiß ich auch noch nicht, wie es werden soll, aber ist auch egal. Was braucht man dafür? Ich habe eine Metallleiste, eine Aluleiste gekauft. Da braucht man entweder eine Metallsäge für, um die abzulenken, oder eine Flex mit einer feinen Trennscheibe. Vielleicht noch eine Feile, um die Ecken so ein bisschen rund zu machen, damit das Ganze schön sich gut anfühlt und man sich auch nicht schneidet. Dann braucht man noch einen Steckschlüsselsatz oder einen Maulschlüssel, was auch immer, damit man die kleinen Schräublein, die ich gekauft habe, 4 mm fest bekommen kann. Und braucht man noch was? Was haben wir hier noch liegen? Nö, ich glaube, das war's schon. Total wenig. Also, geht los. Ich fange an zu basteln und wir gucken uns das gleich an. So, keine Stunde später, das hat gar nicht so lange gedauert, ist das Ding fertig. Das kann man natürlich auf dem Film schlecht sehen. Hier haben wir eine Halterung, wo dann diese Leinwand später reinkommt. Auf der anderen Seite haben wir dann den Saugnapf, der so an die Wand kommt. Und wenn wir dann mal so lang fahren, dann haben wir das Gleiche natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt gehe ich rein, mache diese Jalousie, das verrate ich schon mal rein. Und den Rest gucken wir uns dann in der Einraumwohnung an. Ja, geil. Und dann gucken wir Film. So, ihr Guten, jetzt wollen wir das Ding mal ranballern. Und ich habe ja noch gar nicht erzählt, was das denn hier für eine Leinwand überhaupt ist. Das ist ein Verdunklungsrouleau von Ikea. Heißt Fridans. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig ausspricht, aber Fridans. Und ich hatte bei Ikea geguckt und dann habe ich auch bei Ikea gefragt. Ich so, das und das habe ich vor. Und dann die Frau, jo, guck mal mit. Und dann hat sie mir sofort diese Verdunklungsrouleaus gezeigt. Und Leute, 1,20 Meter Breite. Eine gigantische Tiefe, die man mit Sicherheit nicht im Wohnmobil braucht. Ich glaube 1,80 oder 1,90. Aber 19,99. 19,99 für eine, wie ich finde, geile Leinwand, die man auch in verschiedenen Breiten bekommen kann. Und das finde ich richtig lässig. Weil ihr könnt auch mal im Shop gucken, da überall, nicht? Beamer-Leinwände, da könnt ihr ein Vermögen ausgeben. Natürlich sind die dann irgendwie so mit Glas Staub beschichtet, damit das ganz toll reflektiert. Aber ey, Kiki, das ist immer noch ein Wohnmobil und das ist ein Heimkino fürs Wohnmobil. Und da tut's das hier mit seinen 19,99 echt. Und dadurch, dass ich diese Aluschiene ran gemacht habe, kann ich ja hier solche Saugnäpfe dran machen. Aber guckt euch im Wohnmobil um, wo ihr das Ganze haben wollt. Hier würde sich zum Beispiel auch anbieten, das wäre noch viel schneller als mit den Saugnäpfen, einfach, dass man so 2 Metallhaken hat. Dann würde ich den aufmachen, zack, rein und hier zack rein und dann hängt das. Dann ist das innerhalb von 5 Sekunden aufgebaut. Naja gut, wir haben uns jetzt für die Saugnäpfe entschieden. Im Internet steht, dass man die feucht machen soll. Das will ich auch gerne tun. Zack. Und dann wollen wir mal gucken, ob die halten. Ich hatte vorhin festgestellt, der eine hält nicht so gut wie der andere. Aber das ist nun mal so. So. Und einmal Klick. Und diesen hier. Einmal. Und ne, Moment. Drücken und Klick. Ja, passt. So, und jetzt bauen wir die Leinwand auf. Achtung. Geil, oder? Ich finde das total gut. Dieser Stock, ganz ehrlich, der stört so ein bisschen, wenn man das Ding wieder wegpacken will.
Ich bin noch überlegen, und das werde ich noch rausfinden, ob man diese Apparatur, die ja für eine Jalousie am Fenster äußerst praktisch ist, ob man die nicht auflösen kann, dass man so eine Kette zum Ziehen hat. Das müsste eigentlich auch gehen. Aber erstmal bleibt das jetzt so. Und da werden wir gleich unseren coolen Beamer einmal ausprobieren, zu dem ich euch noch eine ganze Ecke erzählen will. Okay, auf geht's! So, schauen wir uns mal an, was wir jetzt an Technik für unser Heimkino haben. Als erstes ein Lautsprecher, JBL Extreme 2 haben wir, glaube ich, seit 2 Jahren. Warum? Weil im Fahrerhaus einfach der Klang, naja, die haben sich gedacht, für den gewerblichen Fahrer, der mal Nachrichten hört, reicht's. Für uns hat's nicht gereicht. Wir brauchen Bass. Baby, wir brauchen Bass. Und deswegen haben wir das Ding gekauft, das tat nämlich Bass. Und zwar nicht zu knapp. Ist ein tolles Gerät. Fährt immer mit. Das Wichtigste ist übrigens, der hat am Gurt einen Flaschenöffner. Ah, wer denkt sich sowas aus so? Gut, dann haben wir den Beamer. Und zwar ist das der M2E. Das ist der Nachfolger von dem, den wir euch schon mal im Sommerkino vorgestellt haben. Ein riesen Karton, braucht kein Mensch, weg damit. Der ist nämlich so klein. Ich weiß gar nicht, warum da so ein riesen Karton bei ist, wenn man doch eigentlich zeigen will, dass der so schnuckelig klein ist. Schaut euch das mal an. Süß. Also richtig nett. Griffig klein, den kann man super im Wohnmobil mitnehmen. Und er hat Klavierlack Optik Weiß. Ich habe mal irgendwann so eine Netzwerkfestplatte gekauft und habe mir vorgestellt, die stelle ich bei Wiebke ins Arbeitszimmer. Und da hat sie gesagt, ja, so ein Vogel oder was? Und da habe ich gesagt, ey, die ist total schick, die ist ein Klavierlack Optik Weiß. Seitdem steht er da, schon seit Jahren. Und deswegen, Weiß kommt an und hier kommt das auch sehr gut an. Sehr provokant steht drauf, Harman Kardon. Der hat auch wieder diese integrierten Lautsprecher und die haben richtig Wumms. Die sind toll. Wir haben vorgestern über den Dächern von Nizza uns angesehen und hatten riesig Spaß und haben unsere Anlage gar nicht damit gekoppelt, sondern wir haben den Ton hier rauskommen lassen. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Der scheppert nicht. Der hat einen angenehmen Klang. Der hat natürlich nicht den Bass wie hier, sondern das ist so, ja. Aber es klingt alles andere wie so ein schäppriges Handy, sondern es macht wirklich einen tollen Klang. Also wirklich, wir sind begeistert davon. So, dann hat er hier diesen integrierten Ständer. Das heißt, ich kann den auf im Prinzip jede beliebige Höhe justieren, was sehr wertvoll ist. Aber er hat zudem auch noch diesen Stativanschluss. Das heißt, wenn man mal den auf ein Stativ packen will, genial, finde ich eine bärige Idee. Ja, und ansonsten alles plan, alles glatt, außer die paar Anschlüsse, die da sind. Aber die haben es in sich. Wir haben hier einmal den An- und Ausschalter. Dann haben wir einen 3,5 Millimeter Zoll, das wäre ein Ding. 3,5 Zoll, das wären 10 Zentimeter, so ein Stecker. 3,5 Millimeter Klinkenstecker. Das heißt, wer jetzt noch Lautsprecher über Klinke betreibt, ist hier gut mit aufgehoben. Und nicht zu vergessen. Oh, haben wir Hauer gekriegt für unser Sommerkino draußen. Ihr seid Egoisten, der ganze Campingplatz muss mitgucken. Ein Gejammer, ey, du, ehrlich, schneid die Zöpfe ab und werdet erwachsen. Hier kann ich übrigens dann eben einen Zweifachadapter reinmachen und vielleicht noch zwei Kopfhörer. Dann hört niemand auf dem Platz was. Oh. Wie gesagt, bestimmt. Musste das sein? Musst du dich darüber so auslassen? Naja. HDMI. HDMI ist der Standard. Ihr könnt eine Kamera anschließen, das Notebook, das Netbook, ihr könnt alles Mögliche anschließen. Dazu muss aber gesagt sein, mein Gott, haben wir mittlerweile viele Adapter, ne? Micro-HDMI, Mini-HDMI, den großen HDMI. Es ist ein tolles Format, aber es ist immer schade, dass die Hersteller wieder so viele Wege gehen. So, dann habe ich hier noch einen kleinen Kartenslot und einen USB-Slot. Das Ding ist prima, wenn man mal Bilder direkt von der Kamera da reinmachen will oder man hat einen Stick dabei. Wir waren vor kurzem, ne, nicht vor kurzem, das geht gar nicht. It's Corona-Time. Wir waren vor langer Zeit auf einem Geburtstag und das war fast so wie so ein kleines Festival, weil irgendwie das war so ein ganzer Platz mit Campern, richtig toll. Und ein Freund von uns, Sven, der ist ein Pamir-Highway gefahren und der hatte einen Stick mit Bildern. Und dann haben wir das Stativ drauf hingestellt, klack, das Ding oben drauf, an die Außenfläche von dem Wohnmobil geklatscht. Und echt, der hat so geil eine Stunde lang erzählt, wie er da den Pamir-Highway gefahren ist. Traumhaft. Und ja, da wusste ich, das hat schon seine Berechtigung, dass da noch USB oder so ein Kartenslot ist, weil für solche Augenblicke ist das genial. Dann hatte ich hier Strom und jetzt kommt eigentlich so für mich mein momentaner Lieblingsanschluss, USB-C. USB-C kann ich nämlich da reindengeln
Und dann nehme ich mein Telefon und dengel das ins Telefon und dann habe ich schon eine wunderbare Verbindung für Bild und Tonsignal und kann, wenn ich jetzt hier einen gespeicherten Film habe, einen gedownloadeten Film bei Prime oder Netflix, dann kann ich da direkt drauf losdengeln und geht's los. Super, super. Und was ich auch noch großartig finde, ist, dass ich Bilder drahtlos übertragen kann von da nach da. Dazu brauche ich dieses Google Home. Da bin ich echt nicht so der Freund von, ne? Also noch mehr Geräte, die Google kennt und steuern kann. Weiß ich nicht, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Aber, was auch noch mega fett ist, ihr wollt einen Film aufrufen, ne? Der hat ja genügend Apps an Bord. Ich kann ja mich direkt mit dem Beamer ins Netzwerk verbinden, sage dann, ich möchte bei Amazon Prime ein Video angucken, einen Film runterladen und dann muss ich das eingeben. So, Inglourious Basterds. Suche. I. N. G. L. Etliche Stunden später ist der Film dann endlich ausgesucht und ausgewählt und dann kann ich anfangen. Hiermit kann ich mir das Menü dieses Beamers auf dieses Display holen und ganz elegant zack, 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 boom, direkt über die App auswählen. Das finde ich so großartig. Das werde ich euch auch nachher zeigen. Gut, was wollen wir machen? Ich würde sagen, Leinwand runter und los geht's. Ansonsten gibt das hier alles keinen Sinn. Ihr wollt ja wohl mal sehen, wie das Heimkino so in Action ist, oder? So, ihr Lieben, wie heißt das so schön in der griechischen Mythologie zwischen Skylla und Charybdis? Das heißt, man muss sich entscheiden zwischen einem der beiden Ungeheuer, die an der Meerdurchfahrt hocken. Das eine Ungeheuer heißt genug Licht, damit ihr mich seht. Das nächste Ungeheuer heißt möglichst wenig Licht, damit ihr das Bild seht. Wie man es macht, ist es falsch. Ich hoffe, es wird so klappen. Ich habe den Beamer schon mal dahingestellt. Ich habe Strom angeschlossen. Das Kabel finde ich persönlich ein bisschen kurz. Würde ich mir ein bisschen länger wünschen. Und das Erste, was ich mal mache, ich mache die Möhre mal an. Mal sehen. Passiert da? Ja, doch. Mensch, voll in die Augen. Sehr gut. Strahlend weiß, sehr schönes Bild. Man sieht zwar noch nichts, aber jetzt kommt gleich noch dieses Farbspiel dazu. Da kann man das ganz gut erkennen. Der hat echt tolle Farben, das muss man wirklich sagen. Und er hat sich schon perfekt eingemessen. Diese ganze Prozedur am Anfang, die dient dazu, dass er guckt, wie weit bin ich von der Leinwand weg. Und die ideale Höhe wäre natürlich hier. Aber er ist da unten. Das heißt, es würde sich eigentlich ein Trapez bilden. Aber das gleicht er automatisch aus, der Kollege. Und das will ich euch auch mal eben beweisen, dass er das wirklich tut. Ich halte ihn jetzt einfach mal hoch. Zack, habt ihr gesehen? Dann passt er sich an. Finde ich richtig fett. Also das heißt, selbst derjenige, der wenig Ahnung davon hat und auch keine Lust hat, sich vielleicht damit beschäftigen zu möchten, der hat maximal Unterstützung. Wenn ich einen Stick drin habe, kann ich hier Dateien auswählen. Hier kann ich noch weitere Apps auswählen. Ich habe jetzt hier YouTube, Netflix und Prime installiert. Hierüber kann ich Bluetooth-Geräte anschließen, darüber meine Bilder vom Handy spiegeln. Was ich über Google Home denke, habe ich ja schon gesagt, bin ich nicht der Freund von. Und in den Einstellungen kann ich zum Beispiel auch das Netzwerk einstellen. Wir sind schon mit einem Netzwerk verbunden, das sagt das Symbol da oben. Und deswegen will ich euch jetzt erstmal etwas zeigen, was total gut ist, was mir auf Anhieb sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das diese App VCast. Die rufe ich mal auf, gehe auf Geräteliste und dann seht ihr hier einen Beamer. Und jetzt sagt er, ich verbinde mich damit. Und jetzt habe ich exakt dieses Bild. Und wenn ich jetzt da oben raufgehe, dann macht er das dort auch. Und wenn ich jetzt hier in die Einstellung gehe, seht ihr, ich kann das jetzt über das Smartphone bedienen. Und das finde ich großartig, denn ich habe ja schon erzählt, mit der Fernbedienung jetzt einen ganzen Filmtitel eingeben, weil man den sucht, das ist schon sehr müßig. Und hier rüber ist das ein Kinderspiel. Das klappt wunderbar. So. Was ich jetzt machen möchte, ist, dass ich jetzt meinen Film hier anschließe, damit ich den, weil ich ihn downgeloadet habe, zeigen kann. Dazu ist es ganz gut, das ist mein Praxistipp, wenn das andere Ende auch im Beamer steckt. Ja, man hört, es tut sich etwas.
Und jetzt muss ich noch hier umstellen, dass ich jetzt ja einen anderen Eingang benutze. Dass ich nicht mehr gestreamte Sachen habe, sondern dass ich jetzt über USB-C gehe. So, das sollte relativ flott gehen. Und er müsste jetzt eigentlich das Smartphone zeigen. Das tut er auch. Und jetzt gehe ich mal auf meinen Account und wähle mal einen Film aus. Und jetzt geht's los. Hammer. Richtig, richtig geil. Super. Sie ist Tarantino, sie Hateful Eight. Echt das cineastische Meisterwerk überhaupt. Dieser Vorspann, das ist nur Natur. Und es kommt eine Kutsche angefahren. Und dieser Vorspann, der dauert, ich glaube, 7 oder 8 Minuten. Freunde, das kennt ihr nur. Ja, gleich scharf gestellt, habt ihr gesehen? Das mit dem Vorspann, das kennt ihr nur, wenn ihr früher auf Achse geguckt habt. Manfred Merstong und Günther Willers fahren mit ihren beiden LKWs 8 Minuten durch die marokkanische Wüste. Da passierte gar nichts. Wir haben das letztens den Kindern mal gezeigt. Die sind beim Vorspann, haben die schon abgebrochen. Und Tarantino, großartig. Richtig dickes, fettes, großes Kino. Und wisst ihr was? Bevor wir jetzt zusammen dieses Meisterwerk angucken, noch ein paar Spielregeln. Ihr müsst gleich leise sein. Bitte keine Chips, bitte keine Nachos mit Käse überbacken. Ich mag das nicht. Deswegen gehe ich auch nicht mehr ins Kino. Und deswegen haben wir schon langer Zeit uns schon ein Heimkino angeschafft. Also, pscht, und nicht essen. Und jetzt muss ich eigentlich noch Wiebke rufen. Und ach, wisst ihr was? Guckt diesen Film selber. Muss jetzt gar nicht sein. Guckt euch das zu Hause an. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich muss mal eben hier... Oh, ist das hell. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und jetzt seht ihr mich nicht mehr, ne? Es ist, wie man es macht, es ist falsch. Können wir das mal ein bisschen dunkler machen? Moment. Oh, Junge, ist der hell. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt Bock drauf gekriegt, euch auch ein kleines Heimkino im Wohnmobil einzurichten. Und natürlich kommen wieder die Kommentare. Bäh, Fernsehen beim Campen, deswegen gehe ich ja nicht campen. Oder da lese ich doch lieber ein gutes Buch. Jedem das Seine. Okay, einigen wir uns darauf. Der eine findet es toll, der andere findet es nicht so toll. Darauf einigen wir uns und in diesem Sinne wünsche ich euch all eine schöne Zeit. Passt auf euch auf, habt noch Geduld und bald kommen wir wieder los. Euer Knut, bis denn!